Hallo lieber Anthony, einen lieben Gruß von Toni Grundner, der mich gebeten hat, zwei, drei Sätze zu deiner Idee zu sagen, ein Fashion-Startup zu gründen. Nun, die Fashion-Branche ist eine besondere Herausforderung, das stimmt schon. Startup zu sein und Gründer zu sein ist eine weitere starke Herausforderung. Beides zusammen ist nur was für Menschen, die sich wirklich sicher sind. Ich kenne Menschen, die in der Fashion-Branche sehr erfolgreich sind, kenne auch Gründer und möchte dir zurufen, lebe deinen Traum. Es ist wichtig, sich in das zu verlieben, was am Ende rauskommen soll. Der Traum ist der Auslöser. Und wenn du dich in das verlieben kannst, was am Ende rauskommen soll, also Menschen, die sich in ihre Ergebnisse, in die Ziele, in die Träume verlieben, denen schiebt sich der Weg unter die Füße. Und so kann das auch in deinem Fall passieren, wenn du wirklich verliebt bist, wenn du das, was du machen willst, wirklich, wirklich tun willst. Und wenn du weißt, dass zu all dem, was du am Anfang an Energie brauchst und was du sicher hast, eben auch das Scheitern dazu gehört. Die Zweifel gehören dazu, das Scheitern gehört dazu, Hindernisse, Widerstände gehören dazu. Und wenn du das einpreist und weißt, dass das kommt und dass das passiert, und wenn du durch diese Widerstände durchgehst und diese rote Linie für dich immer weiter ein Stück erweiterst, dann glaube ich, kann auch für dich der Traum schrittweise wahr werden. Jedenfalls kann ich dir als Gründer sagen, ich habe zwei Unternehmen gegründet, ich kann dir sagen, als jemand, der sich verliebt in das, was das Ergebnis sein soll am Ende, dass eine unfassbare Kraft auch in dir entstehen kann, und ich wünsche dir von Herzen, dass es dir gelingt. Lieben Gruß, und ich sage, lieber Anthony, gib Gas, es lohnt sich, das Leben ist keine Generalprobe, du kannst die Dinge, die du machst, nur entscheiden und dann alles geben, und in diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß, viel Kraft und maximale Erfolge. Tschüss, dein Andreas Buhr.